Hallo. Hallo. Wir sind auf dem gleichen Bildschirm. Das heißt, wir sind am selben Ort. Und wir müssen mal kurz hier um ein paar Leute rumlaufen. Und ich muss mithalten, das ist gar nicht so leicht bei deinem Schritt. Ich habe längere Beine, das ist der Grund. Und sie ist verdammt schnell. Wir können auch langsam laufen, macht eh Sinn, glaube ich, mit Kaffee und Kamera. Wir hoffen, dass ihr uns hört, es ist echt windig. In, wo sind wir? Berlin? Ha! Seht ihr das? Wir sind in Berlin. Im Zentrum von Berlin, richtig. Wo, im Zentrum von Berlin, genau. Im Regierungszentrum von Berlin. Ja, und ich bin der Obertouri und ich kriege eine Stadtführung von einer sehr kompetenten Stadtführerin. Oh, vielen Dank. Ich bin geehrt. Man kann mich nicht buchen, aber alle Menschen, die mich besuchen, bekommen diese Tour. Die liebe Chiara von, ich weiß gar nicht, ob sie noch bei Thalia arbeitet, aber sie hat auch schon einen bekommen von mir. Sehr gut. Ja. Sehr zu empfehlen. Das Trinkgeld ist happig. Stimmt gar nicht. Nee, alles gut. Mein Arm wird schwer. Also nicht. Wir waren schon joggen heute. Und haben Yoga gemacht. Und geschrieben. Wir fühlen uns super. Das heißt, der Tag ist mega produktiv und es geht produktiv weiter. Also für mich jedenfalls. Bist du mit drauf? Ich bin so weit vorne, dann ist mein Kopf immer so groß. Lauf mal bitte neben mir. Ich sag ja, es ist schwierig mit zwei. Oder du musst das Ding nehmen. Oder ich hüpfe ein bisschen. Du sollst nicht groß nach oben wachsen, sondern nach vorne wachsen. Okay, pass auf. Ich stell mich mal. Nee, dann sieht man mich auch nicht. Das ist schlecht. So. So. So ist gut. So ist gut. Ja, aber ich bin immer noch viel größer. Und mein Arm tut... Du bist aber auch so größer. Daran können wir nichts mehr ändern. Ja, aber... Vielleicht geht der so besser. So ist, glaube ich, besser, okay. Oder? Ja, oder sag soll ihr ich mal was. Nicht. Pass auf, ich nehme das einfach mal. Aber nicht fallen lassen. Ich gebe mir Mühe. ja, okay. So, aber was machen wir jetzt? Warum sind wir hier? Wir gehen jetzt ins neue Museum. Weil... Obwohl dieses traumhafte Wetter ist, kannst du mal bitte in den Himmel blenden. Ja, auf meinen Wunsch. Ich bin schuld daran, dass wir das jetzt machen, weil ich bin am Recherchieren für mein neues Buch. Und dazu muss ich einmal die Nofretete sehen. Mehr sage ich nicht dazu. Haha. Und Andrea hat sich bereit erklärt, den kleinen Nerd ins Museum zu begleiten. Der Punkt ist, Andrea ist auch ein Nerd und liebt es, in Museen zu gehen, insbesondere in Berlin, denn die Berliner Museen sind großartig. Mhm. Berlin legt wirklich sehr, sehr viel Wert auf Kultur, muss man wirklich so sagen, und macht das immer zu einem Erlebnis. Deswegen, also wenn ihr mal in Berlin seid, geht unbedingt in ein Museum. Ja. Sehr empfehlen kann ich das DDR-Museum, da war ich nämlich gerade am Dienstag. Ja, mhm. Kann ich. Sehr wohl, kann man viel machen, kann man sogar Trabi sich reinsetzen. Cool. Mhm. Ja, so, jedenfalls machen wir das. Mein Arm wird auch gerade richtig schwer. Okay, wir können ja tauschen. Ich hab's nicht fallen lassen. Das ist gut. Hoffentlich gelingt mir das auch. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir nicht überfahren werden. Aber da keine Autos kommen, ist das kein Problem. Wir sind jetzt übrigens am Paul-Löbe-Haus für alle, die sich in Berlin ein bisschen auskennen. Und laufen jetzt gleich... Wir sind hier vorhin schon mal lang gelaufen. Gejoggt. Ja, gejoggt. Ja, wir waren auch schon an der Siegessäule und beim Herrn Steinmeier. Er wollte uns aber nicht zum Frühstück einladen. Frechheit, oder? Selber also in Berlin? Ganz ehrlich. Ich meine, da hat er mal so prominenten Besuch in Berlin und dann lädt er den nicht zum Frühstück ein. Also. Ja, vermutlich hat er gerade andere Sachen zu tun. Das ist okay. Ich habe den ja mal im Fitnessstudio getroffen. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Das musst du erzählen. Mit seinen Personenschützern. Mit Personenschützern. Sind die eigentlich auch gejoggt oder haben die daneben gestanden und ihm dabei zugeschaut? Ich glaube tatsächlich, einer war auch auf dem Laufband. Geil. Aber ich kann das jetzt hier nicht natürlich bezeugen oder irgendwas. Also, das kommen wir in den Schatten, das wird ein bisschen angenehmer. Dann haben wir auch weniger Falten, hoffentlich. Wir haben keine Falten. Das ist eine optische Täuschung. Jetzt sind wir ganz dunkel. Und es ist kühl hier im Schatten. Es ist kühl hier im Schatten. Ja, auf jeden Fall, der wirklich spannende Aspekt ist, ob in 2 Stunden oder so Andrea noch mit mir redet, weil ich werde gleich wahrscheinlich viel reden. Und ich kann ein bisschen... Also, ja, Ich tauche so ein bisschen manchmal in meine eigene Welt ein, wenn ich Informationen in meinem Gehirn finde und das ganz toll finde, dass ich sie gefunden habe. Und Saya hat heute Morgen nach dem Yoga auch schon ein bisschen Taekwondo geübt und jedes Mal, wenn sie das macht, bekomme ich große Angst. Und viel Respekt. Okay, aber nicht, weil du Angst hast, ich würde dir was tun. Ne? Das wollen wir nochmal hier klarstellen. Oder? Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Sagt die Frau, die Krav Maga. Und Kickbox. So. Und Taekwondo. Aber nicht so wie sie. Also, okay, ihr seht, wir haben ziemlich viel Spaß. Ja, den haben wir. Und wir haben uns so gefreut, uns endlich. Ja, in 2 Jahren, Leute, das ist genau 2 Jahre her. Dass wir uns zuletzt auf der ausgefallenen Leipziger Buchmesse in Leipzig gesehen haben. Total verrückt, guck mal, wo wir jetzt liegen. Noch ruhig.
Aber wir sind der Beweis dafür, dass... Das? Man Wofür kann, sind wir der Beweis? Achso. Naja, das mit echt tolle Freundschaft ja. kann man eben auch heutzutage anders aufrechterhalten. Und das ist total schön. Ja. Ja. Es fühlt sich nämlich nicht so an, als hätten wir uns 2 Jahre lang nicht gesehen. Überhaupt nicht. Bist du drauf? Ja. Du bist eine kleine, kannst du mal wieder nehmen. Okay. Und ich muss auch mit deinem Kaffee, der läuft aus. Ja. Mein Vanilla Latte im Übrigen. Ungesund und lecker. Und ich habe einen Cappuccino, koffeinfrei mit Hafermilch und bin weder sicher, ob da Hafermilch drin ist, noch ob der koffeinfrei ist. Und er hatte auch fälschlicherweise erst eingegeben mit Karamell und ich glaube, Karamell ist auf jeden Fall drin. Er schmeckt auf jeden Fall ganz anders, als er normalerweise schmeckt. Und das beunruhigt mich leicht. Wir werden auch in einer Stunde wissen, ob da Koffein drin war. Vielleicht geben wir euch Bescheid. Aber vielleicht wissen wir es auch nicht, weil wir sind sowieso viel auf... Also ich bin deutlich aufgedreht, als ich sonst bin. Das liegt an mir. Jetzt habe ich gerade gesächselt sogar. Uiuiui, jetzt geht's los. So, jetzt sind wir am Reissack. Es ist so schön hier. Jetzt ist es voll, vorhin war es viel leerer. Mhm. So, was war jetzt der Punkt? Wollen wir weiterlaufen? Ja, achso. Da ist ein dicker Hund. Da halten wir jetzt die Kamera nicht drauf. Nein, natürlich. Wir machen kein Dogshaming. Dogshaming? Dogshaming. Habe ich gerade erfunden, den Begriff. Man kann hier, oder? Kann man das jetzt nochmal? Man kann hier nämlich einstellen, dass der Hintergrund unscharf ist. Oh, jetzt haben wir aber hier. Lass mal so, ist gut so. Jetzt sind wir Geister. Komm, wir gehen da rein. Okay. Genau. So. Was ist der Punkt dieser Folge? Ich glaube, wir dürfen die nicht filmen, von daher... Ja, der Punkt dieser Folge ist, dass Andrea und ich... Nochmal weiterlaufen, also wir können ja einfach ja. Ach so, ja, genau. Die halt nicht drauf haben. So. Der Punkt dieser Folge ist, dass Andrea und ich mega happy sind, dass wir uns wieder haben. Hm. Und dass wir... Ja, das ist der Punkt dieser Folge? Weiß ich nicht, ja. Ich finde es ein guter Punkt, es ist positiv. Aber interessiert das die Leute? Weiß ich auch wir nicht. Wir sind total überbelichtet, okay. Nein, weißt du, was der Punkt... Besser als unterbelichtet. Nein, der Punkt dieser Folge ist, dass wir jetzt erstens, dass wir, ne, dass zum produktiven Schreiben auch gehört, dass man Sport macht, dass man ne, den Körper fit hält. Das und ist so gut. Die sind total hell, oder? Ja, sie sind super hell. Oder ist das die Täuschung, weil die Sonne so ins Gesicht scheint? Nee, ne? Hier, so. Einmal Stopp. Wenn wir jetzt hier rumchillen. Was ist das da? Das ist eine leere Batterie. Nee, nur nicht. Nee. Also ich erkläre meine Haare jetzt mal mit dem Wind. Wobei es ist windig, ein bisschen. Mhm. Und kalt. Das stimmt nicht. Wir haben jetzt 4 Grad. Okay, kalt ist relativ. Ich finde es kalt. In der Sonne ist es warm. Aber deswegen sind wir nicht hier. Also. Nein, wir sind jetzt hier, weil wir... Also ich bin auf der Suche nach Inspiration. Also, oder nicht wirklich Ich meine hier in dieser Folge. Ach so, warum wir jetzt hier in dieser Folge sind? Mhm. Weil es so schön ist. Weil wir das einfach mal machen wollten, ne? Ja. So ganz blockmäßig. Können wir hier durch? Hier dürfen wir durch, ne? Sieht so aus. Jetzt sind wir wieder in der Sonne. Also ich weiß nicht, ob ich den austrinken möchte. Es tut mir total leid, weil der war echt teuer. Soll ich den so trinken? Ja, du kannst ihn sehr, sehr gerne trinken. Dann mach ich das. Ich erlöse dich von deinem... Gut, bist du schon fertig? Nein. Ich muss ihn ja trotzdem tragen. Los uns. Komm, geh her. Das ist echt? Freak. Das ist okay. Ich war letztens, als ich beim Beschießen war, das ist schon sehr lange her, da hat mir auch ein Kumpel einen Kaffee mitgebracht und dann wusste aber nicht, dass ich keinen Koffein trinke. Und dann hat er dann auch einfach, cool, ich hab schon gehofft, dass... War dann auch mit zwei wirklich großen Kaffees auf einer einstündigen Fahrt. Ja, hat bestimmt geholfen beim Zielen. ja. Nein, der Punkt dieser Folge ist, dass wir... Du hast irgendwas mit Sport gesagt. Und ach so, ja, genau. Das ist der Punkt dieser Folge ist, dass Schreiben, finde ich, also man braucht ja, ne, es heißt doch, ne, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ja. Und in aller Regel. Wir haben heute jedenfalls, also ich definitiv für mich festgestellt, dass irgendwie diese Kombination aus Sport und Schreiben ist irgendwie eine totale Balance. Irgendwie bringt mich total gerade, ich fühle mich gerade total ausgeglichen, so gerade glücklich. Und der Tag ist voller Möglichkeiten und jetzt freue ich mich total auf das Museum und was wir da alles sehen werden. Das ist ein bisschen Segelatmosphäre, ne, wenn das Ding hier immer gegenknallt, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen nervig.
Wir sind nicht auf einem Boot. Nee, leider nicht. Wäre aber cool. Ja, das können wir. Dann wäre ich aber seekrank. Echt? Ja, ziemlich schnell. Ich komme von der See. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir mal eine Folge auf einer Jolle machen. Ja, auf dem Wannsee oder so können wir das auch sehr gerne machen, aber nicht auf dem Meer. Der Punkt ist, der Unterschied zwischen auf dem Meer segeln und auf einem, zum Beispiel, also der Wannsee ist ja kein See, sondern also nur ein bisschen, ist ja die Havel, ne? Mhm. Gleich ein bisschen in Berlin wissen gesammelt. Also es ist schon ein See, aber halt kein in sich abgeschlossener See, bla bla. Dass du auf dem Wannsee oder der Havel sehr oft die Richtung wechseln musst, weil der Wind ständig dreht. Ja, okay. Also beziehungsweise du musst halt ständig. Aber dann hast du gut keinen Wellengang. Ist der Wellengang das Problem? Beim Seekrank werden? Also bei mir auf alle Fälle. Okay. So, wir laufen jetzt gleich mit euch durch das Brandenburger Tor. Da ist es auf jeden Fall voll. Mhm. Vor uns sind auch ganz viele Leute. Ich glaube, die finden das total geil, dass wir hier Videos machen. Ja, wir sind wichtig und berühmt und Promis. Das wissen die aber nicht. Also so wichtig und berühmt und prominent sind wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. Nein, das stimmt noch nicht. wir sind auf jeden Fall geisterweiß. Ja. Das ist immer, also einerseits ist es blöd, wenn man so ein Display hat, wo man sich drin sieht, weil man guckt sich die ganze Zeit an. Ja. Andererseits ist es blöd, wenn man kein Display hat, wo man sich sieht, Gott. Weil dann ist es meistens so. Oder so. Ja. Oder so. Ne, so nicht. Aber so. Also so. Naja, keine Ahnung. Oh, wahrscheinlich. Verzeiht, ne? Ja. Jetzt wollen wir noch zum Punkt kommen oder wollen wir das jetzt einfach sagen, okay, wir haben jetzt gevloggt und wir machen das jetzt einfach ein paar Mal? Ja. Ich würde sagen, das machen wir. Ich finde Menschen, die auf oder Fragen mit Ja antworten. Was willst du mir damit sagen? Nein, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und wir melden uns wieder mit der nächsten Episode sozusagen. Wir machen das stufenweise. Und das nächste Mal wissen wir, wer es besser hat. Aber wir wollten noch mit den Leuten durchs Brandenburger Tor laufen, weil das ist wichtig, weil, guckt mal, da, hier ist dieser Streifen, da ging die Mauer lang. Ne? Also wir stehen jetzt hier im Osten und da ist der Westen. Und dieser doppelte Kopfpflastersteinstreifen, der geht durch ganz Berlin. Mhm. Da, wo die Mauer stand. Also natürlich nicht unter Wasser, weil es gibt ja auch Unterwassergrenzen. Aber so lang. Und wenn dieser Streifen da nicht wäre, sondern noch die Mauer, dann wäre das hier. Nicht möglich. Stimmt. Nicht möglich, ne? Ja, krass. Und deswegen... Wir sind eine deutsche Wiedervereinigungsgeschichte. Ja. Aha. Und ich habe sogar Wurzeln in Hamburg. Wahnsinn. Und ich habe Wurzeln in Polen. Hat jetzt mit mir nicht so viel zu tun. Aber mit Wobei mein Nachname ist ja... Also mein Pseudonym-Nachname, der ist ja polnisch. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja. Weißt du, das ist ja das Lustige. Ja, weißt du, was das heißt? Nein. Wahrscheinlich nicht. So viel zu den polnischen Wurzeln. Hey, Wilk heißt Wolf. Mega. Ja, genau. So, und jetzt drehen wir mal kurz. Also, ich zeig euch mal was wir letztens erst entdeckt haben. Und zwar, wenn man hier an die Säulen vom Brandenburger Tor ganz nah rangeht, dann hat man hier diese Dinger, ne? Und das Brandenburger Tor stand ja schon im Zweiten Weltkrieg. Und das sind tatsächlich... von den Straßenkämpfen mit das Einschusslöcher, genau. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Wo? Da. Da, die versteckt sich noch. Guck, da kommt sie. Da ist sie, die Eulenäugige. Athene. Eine ganz tolle Klasse in der Übung. Ich glaube, das Zoom-Geräusch ist übelst laut. Ist wahrscheinlich voll nervig gerade. Okay. Das heißt, wir befinden uns in göttlicher Gesellschaft. Wir befinden uns in göttlicher Gesellschaft und jetzt könnt ihr uns nochmal dabei zugucken, wie wir durchlaufen. Es ist sehr, sehr voll. Achso, genau. So, da oben ist die Quadriga. Und noch ein Funfact zu Berlin. Oben in dem unter der Quadriga ist ein Raum, der sich über die komplette Länge streckt von dem Tor. Und da halten die Politiker 8. Stufe Bankette und sowas ab. Echt? Habe ich dir doch gestern erzählt. Nee, du hast mir erzählt, dass es da einen Raum gibt, aber ich wusste nicht, dass die Politiker da Bankette abhalten. Ja. Mega, da ist es. Guck mal, da ist das Hotel Adlon. Was für eine Kulisse. Da ist das Hotel Adlon, wo Michael Jackson mal sein Baby aus dem Fenster gehalten hat. Ja. Das ist das, was dir zum Hotel Adlon einfällt? Tatsächlich, ja. Okay. Es gab eine ganz tolle
was war das? Ja, so eine Familiensaga auf dem ZDF zum Hotel. Habe ich gesehen, fand ich auch richtig cool. Die war richtig cool. Trotzdem ist das das, was wir... Ich will es ja auch gar nicht bestreiten. Okay, wir machen jetzt frei aus dem Schatten. Hallo. Wir machen jetzt unser Ding heute. Genau. Genau, nicht mal hinter mir. Du gehst immer so. Das Problem ist, wenn wir Schulter an Schulter laufen, dann kippt dein Kaffee über dich aus. Das wäre nicht so gut, weil ich habe eine weiße Jacke an. Aber die muss immer gewaschen werden. Das ist alles Rücksicht. Okay, ihr Lieben, wenn ihr keine dieser Folgen verpassen wollt, klickt jetzt auf Abonnieren, ganz wichtig. Und wir melden uns. Wir freuen uns. Tschüss.